Yo, hey Leute, hier ist wieder Just Eddie am Start mit einem neuen Video und heute, liebe Freunde, geht es um Silk Road Online an sich und zwar den Aufstieg von Silk Road und den Abstieg von Silk Road. Wie das alles passiert ist, erfahren wir jetzt und zwar fangen wir da vom Anfang an wirklich, was ist Silk Road Online und letzten Endes, was hat zum Abstieg geführt. Was ist Silk Road Online? Silk Road Online ist ein MMORPG, damals gepublished 2006 von Joymax. 2005 hat damals die Beta angefangen, aber der richtige Launch fing 2006 an. Ich halte mich hier an Daten und Fakten, die ich selbst recherchiert habe. Sollten da irgendwelche kleine Zahlenfehler sein, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Aber das sind meine Infos, und zwar, dass 2006 das Spiel offiziell in den Start gegangen ist. Damals noch unter Joymax, irgendwann in Kooperation mit JC Planet. Und am Ende wurde es abgegeben an Remade Max. Remade Max klingt für mich irgendwie bekannt mit Joymax. Ob da irgendwie eine Verbindung besteht, ich weiß nicht. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Auf jeden Fall hat das Ganze damals angefangen, vor circa 20 Jahren. Und ist damals sogar sehr erfolgreich gewesen. Und mit erfolgreich meine ich jetzt nicht erfolgreich, sondern echt erfolgreich. Und zwar war Silk Road damals eines der ersten Spiele, die eine so hohe Spieleranzahl hatte, die von gleichzeitig online seinen Spielern, die sogar höher war als die von WoW damals, also eines der anderen sehr großen Konkurrenten damals. Das war alles circa im Jahre 2007. Gründe gibt es dafür aber, dass so viele Spieler online waren, und das sind keine positiven. Letzten Endes war aber Silk Road sehr bekannt. Vielleicht nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern. So, was ist Silk Road? Silk Road Online ist ein Grinder. Und zwar ein Grinder, der sich in der Welt von Silk Road befindet. Und Silk Road, und das ist das, was das Spiel so einmalig gemacht hat, Silk Road ist die Seidenstraße, die eine Handelsroute widerspiegelt, die es in der Welt wirklich gibt. Eine Handelsroute, die damals wirklich bereist wurde. Und zwar in der Handel betrieben wurde, von einer Stadt zur nächsten. Und das ist auch Sinn des Spiels. Man beginnt nämlich in einer kleinen Stadt, fängt an zu leveln, und irgendwann kann man Ware von der einen Stadt zur nächsten transportieren. Und das hat das Spiel so einmalig gemacht. Die Kombination zwischen wahrer Begebenheiten und Fantasy-Welt hat das Spiel eine ganz besondere Dynamik gegeben. Das Einnehmen von Jobs wie eines Traders, eines Hunters oder eines Thief haben einem das Gefühl gegeben, eine Rolle zu übernehmen. Eine wichtige Rolle im ganzen Spiel. Und so war das Spiel auch aufgebaut. Man konnte das Level 60 erreichen. Man hat den Tag damit verbracht, Stunden, Wochen, Monate lang Monster zu grinden, deswegen Asia Grinder, um letzten Endes ein Level zu erreichen, um dann handeln zu können. Das alles war zum Teil eintönig, aber für Level 60 damals noch alles machbar. Die Leute haben sich eingeloggt, Stunde für Stunde gelevelt, Quests erledigt, normale Monster, Champion Monster, Giants und auch Unix gehuntet, um letzten Endes dann irgendwann ein Maximum zu erreichen. Damals noch Level 60. Irgendwann ging es weiter mit Level 70, 80 und so weiter. Eine neue Rasse wurde eingefügt und so weiter. Viel, viel, viel Neues kam im Spiel und hat das Spiel ein wenig mehr Abwechslung gegeben. Irgendwann hat man aber auch gemerkt, dass das ganze Leveln sehr träge wurde. Deswegen wurden auch irgendwann Partymonster eingeführt. Man hat nämlich gemerkt, dass das stumpfe, alleine Leveln irgendwann langweilig geworden ist. Also wurde was getan. Man hat gemerkt, es wird erkannt, dass irgendwas nicht ganz stimmt im Spielablauf. Das Leveln hat unfassbar lange gedauert. So wurden die Spieler immer unglücklicher. Denkt man heute daran zurück, redet man oft davon, dass die erste Zeit von Silk Road die beste Zeit war. Es gab noch keine Bots und so weiter und so fort. Aber ich habe herausgefunden, dass 2006 schon der erste Bot-Bann stattgefunden hat. Wann ist das Spiel nochmal veröffentlicht worden? 2006. Und zwar 3 Monate nach offiziellen Launch gab es schon die ersten Bots, die gebannt wurden. Joymax ist damals noch sehr akribisch dagegen vorgegangen und hat den Finger erhoben und gesagt, na, das machen wir nicht. Nachdem das öfters passiert ist, wurden die Bot-Bans auch verschärft und auch die damit verbundenen Bans wurden immer stärker. Anfangs wurde man nur für eine kurze Zeit gebannt, am Ende wurde man aber permanent gebannt. Das alles ist so weit gegangen, dass man gemerkt hat, ja, das Spiel hat eine große Popularität, damit aber auch verbunden das Einschleichen von unerwünschten Mitspielern. Ja, und so wurde das Spiel immer größer und immer voller. Und so kamen wir zum nächsten Problem des Spiels. Und zwar nicht nur, dass
das ständige Farmen der Monster und das etliche lange Dauern der Absolvieren der Quests war schwierig. Es gab schon eine Quest, bevor man sich überhaupt einloggen konnte, und zwar die Einlog-Quest. Diese Quest war quasi ein kläglicher Versuch, sich ins Spiel einzuloggen. Aber wenn die Serverkapazitäten begrenzt sind und das Spiel leider von Bots nur so strotzt, ist es schwierig gewesen, sich einzuloggen. Und war das vielleicht eines der Hauptgründe, warum überhaupt gebottet wurde? War es vielleicht das Problem des Einloggens? Ich weiß es nicht. Es hat aber auf jeden Fall dazu geführt, dass Programme entwickelt wurden, die das Einloggen erleichtert haben, die das Spielen erleichtert haben und somit leider dem Ganzen irgendwie das Leben genommen haben. Es war dann so, dass das Spiel nicht nur mit dem Programm versucht wurde, irgendwie zu erleichtern, sondern Joymax selbst hat auch was versucht zu tun, und zwar mit Items in der Item Mall. Ja, Sigurd war eigentlich kostenlos, doch es gab eine Item Mall, was ja so an sich nicht schlimm ist. Aber wenn es dort dann Items gibt, die dafür sorgen, dass man ins Spiel reinkommt und man damit Leuten etwas voraus ist, was eigentlich fundamental wichtig ist für ein Spiel, und zwar das Einloggen, ist es schon schade. Und so wurde immer mehr Geld ausgegeben, um überhaupt sich ins Spiel einloggen zu können. Und das Spiel hat irgendwann den Charme verloren. Viele Spieler sind dann gegangen, als das Ganze seinen Höhepunkt damals 2009 erreicht hat. 2009 war nämlich quasi die Hochzeit von Silk Road. Leider ging das Ganze dann runter und man hat gemerkt, dass das Spiel immer mehr in eine Richtung Pay to Win ging. Als dann 2011 irgendwann Joymax gemerkt hat, so können wir nicht weitermachen, sind sie eine Kooperation eingegangen mit JCPlanet und haben ein Sigurd 2.0 gestartet, und zwar Sigurd Air, Sigurd Rebirth. Sie haben nämlich das gesamte Spiel nochmal überarbeitet. Sie haben das Drop-System verändert. Es gab eine Spielzeit-Limit-Begrenzung. Es gab ein Skillsystem-Veränderung, das Jobsystem wurde verändert, viele, viele Veränderungen, manche besser, manche schlechter. Aber wieso wurde die Spielzeit limitiert? Das Ganze wurde gemacht, um angeblich den Bots entgegenzuwirken. Auch das Problem mit den Goldbots und den Item-Farmer wurde versucht angeblich zu beheben, indem man gar keine Item-Drops mehr kriegt bis Level 70. Das bedeutet, Farm-Chars mussten erst ein hohes Level erreichen, um überhaupt farmen zu können. Das Ganze war im ersten Moment eigentlich gar nicht schlecht, doch was dahinter steckte, war eigentlich das Grauen. Und zwar konnte man diese ganzen Dinge umgehen, indem man Geld ausgegeben hat. Es wurde ein VIP-System eingeführt. Konnte man sich leisten, viel Geld zu investieren, konnte man auch sich leisten, lange zu spielen. Irgendwie konnte man nämlich so diese die Spielsperre umgehen. Und so wurde das Spiel immer Pay-to-Win-lastiger. Und die Leute haben Geld ohne Ende ausgegeben. Level 70 zu erreichen war mittlerweile auch gar nicht mehr so schwer. Das bedeutet, die Farm-Chars konnten Friede, Freude, Eierkuchen vor sich hin farmen. Und das Ganze zugunsten der Spieler, die eigentlich das Spiel normal spielen wollen. Alles in allem war Sigurd Air also eigentlich ein guter Versuch, jedoch muss ich da sagen, wurde es leider von der Community auch nie wirklich angenommen. Schon zu Beginn wurde damals das ganze System hinterfragt und Sigurd Air wurde nie so beliebt wie das offizielle Silk Road. Also wurde Sigurd Air tatsächlich, na gar nicht so lange Zeit später, auch schon wieder geschlossen. Erst fand ein Server-Merge statt, also die Server wurden zusammengewürfelt, was ein Jahr zuvor, vor Release von Sigurd Air, ist das nämlich mit Sigurd selber passiert. Da wurden einfach die Serverzahl halbiert. Jetzt wurde es auch mit Sigurd Air gemacht, bis es dann irgendwann komplett aufgegeben wurde. Sigurd Air wurde quasi Teil von Silk Road. Und Sigurd selbst wurde mit der Zeit sowieso angepasst an Sigurd Air, sodass es quasi nur noch eine Mischversion beider Varianten gab, die letzten Endes besser war als das anfängliche Sigurd, aber nie so gut war, wie man sich eigentlich gewünscht hat. Naja, was ist jetzt das Problem? Es wurde irgendwann ein integrierter Bot eingeführt, der hart kritisiert werden kann, aber vielleicht eigentlich die Lösung für alles gewesen wäre. Es wurde immer nämlich beklagt, es gibt zu wenig Support. Aber an sich war der Support nicht vorhanden, sondern er kam zu spät. Der Support, der durch Sigurd Air entstanden ist, war eigentlich mehr als nur ausreichend. Und das Einführen des Bots hätte eigentlich vielleicht die Möglichkeit gegeben,
dem Ganzen Einhalt zu gebieten. Doch als der integrierte Bot eingeführt wurde, gab es schon etliche Bots, die kostenlos waren oder deutlich günstiger, weil der integrierte Bot war nur mit Geld verfügbar. Und somit hat der integrierte Bot einfach keinen Sinn mehr gemacht. Hätte man Sigurd Air und den integrierten Bot vielleicht alles direkt schon viel früher einführen sollen, hätte man damit vielleicht das Ausmaß der Bots eigentlich vielleicht damit dämmen können? Ich weiß es nicht. Letzten Endes ist es nämlich Spielersache gewesen, was sie nutzen. Und die Leute wollten immer mehr und dafür immer weniger geben. Und deswegen haben auch die Bots einfach so hohe Beliebtheit bekommen. Ich glaube, der integrierte Bot wäre eine gute Variante gewesen. Und hätte man damals echten Bots nicht die Möglichkeit gegeben zu botten, sondern nur den integrierten Bot zugelassen, dann wäre vieles nicht ganz so ausgeartet. Denn das Problem waren eigentlich nicht die Spielerbots, nenne ich sie mal, sondern wirklich die Unternehmen, die dahinter steckten, die Geld aus dem ganzen Spiel rausschlagen wollten und bis heute noch tun. Die Firmen, die Gold farmen und dann an die Spieler für wenig Geld verkaufen, haben das Spiel letzten Endes zerstört. Mittlerweile ist das Einloggen unmöglich geworden, ohne Geld auszugeben. Das zeigt einfach nur, dass es in dem Spiel gar nicht mehr ums Spielen geht, sondern wirklich ums Geld ausgeben. Die Goldbots und die Itemfarmer farmen fröhlich vor sich hin und heutzutage, wenn man sich in das Spiel einloggen möchte, nachdem man Geld ausgegeben hat, sieht man eine Welt, die man so nicht mehr genießen kann. Sigurd, das Spiel, was einst einfach nur ein fröhliches Grinden war, ein Job erledigen, von einer Stadt zur anderen Stadt zu traden, das alles gibt es so nicht mehr. Und damit hat das Spiel eigentlich alle seine Aspekte verloren, die damals schön waren. Ist das also so, dass das alte Sigurd das beste und optimalste Sigurd war? Nein. Nein, das ist es, weiß Gott nicht. Denn mit dem steigenden Level war es einfach so nicht mehr möglich, es musste sich was ändern. Nur viel Veränderung hat einfach zu spät stattgefunden. Und viel Support für die Community kam auch einfach zu spät. So spät, dass die Community den Support gar nicht mehr annehmen wollte. Womit ist das gegipfelt? Mit der Entstehung von Privatservern. Nachdem die Privatserverschiene so explodiert ist, war es einfach für Sigurd gar nicht mehr möglich, sich zu erholen. Es gab etliche Server, die vieles angeboten haben, was sich die Spieler schon lange gewünscht haben. Ist das also die Lösung für Silk Road? Leider nein. Man sieht in der P-Server-Schiene auch sehr häufig das Problem von sehr kurzweiligen Servern und auch das Durchhaltevermögen von Spielern auf den Servern ist extrem gesunken. Ich sehe es selbst bei mir, dass auch bei mir selbst das Durchhaltevermögen nicht mehr zu vergleichen ist von damals, weil mir die Zeit dafür einfach fehlt. Nämlich nicht nur Silk Road ist älter geworden, sondern auch wir Spieler. Viele haben einfach nicht mehr diese Zeit und die Lust, so viel Zeit in ein Spiel zu investieren. Und damit ist das Spiel eigentlich nur noch ein Erinnern an nostalgischen Erinnerungen geworden, was man ab und zu mal aufleben lassen möchte. Heißt es also, dass man gar nicht mehr Silk Road spielen kann? Doch, ich glaube schon. Und ich habe auch Hoffnung darin, dass es Server gibt, die Leuten das Gefühl gibt, was sie brauchen. Und so gibt es Spieler, die jahrelang auf einem Privatserver verweilen können. Es gibt aber auch Leute, die es einfach mal genießen, auf einer kurzen Zeit auf einem Server zu verweilen. Und damit ist doch eigentlich allen das gegeben, was sie brauchen. Ist es trotzdem schade? Ja. Ich wünschte mir, dass vieles, was in Sigurd damals passiert ist, viel früher passiert wäre und man damit vielleicht einen offiziellen Server geboten hätte, der bis heute noch spielbar ist. Sich jetzt heutzutage auf Privatserver auszuweichen, ist es für viele unübersichtlich und fokussiert eine Community leider nicht. Deswegen wünsche ich mir eigentlich das alte Sigurd zurück mit vielen innovativen Entwicklungen, die dann gekommen sind, aber auf offiziellen Wege. Naja, aber das ist nur so mein Wunsch. Was sind eure Gedanken dazu? Habe ich Fehler in meiner Recherche begangen? Oder gibt es noch Dinge, die euch noch aufgefallen sind? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich muss sagen, ich liebe dieses Spiel. Es hat mich komplett in diese Online-Welt gebracht und überhaupt interessiert. Und bis heute gibt es kein Spiel, was für mich vergleichbar ist. Ich liebe dieses Spiel, tatsächlich. Und es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, weil das Zocken für mich ein riesengroßer Bestandteil war. Und ich will eure Erfahrungen einfach mal mitkriegen. Schreibt es mir in die Kommentare, Leute. Und in dem Sinne, das war's von mir und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.